Hallo Welt, diesmal werden wir nicht sortieren. Wir sind nämlich wieder da und wir werden uns jetzt neu bekleiden. Einmal vielleicht ganz kurz noch gucken, was hier so viel wiegt noch, die Molotow-Cocktails. Na klar, aber keine 17. 17 Pfund sind das doch nicht. Dennoch können wir die ablegen. Ich weiß schon, was 17 Pfund schwer ist. Die Hilfsmittel. Auch da können wir jetzt mal sehen, da wir jetzt einmal so leer sind, dass wir da ein bisschen was loswerden. Wir werden uns mal komplett entleeren. Ja? Also doch wieder sortieren. Oh nein! Ja, wo wir jetzt einmal so weit sind, können wir das doch einmal machen. Was haltet ihr davon? Diverses, diverses, mein diverses. Auch hier könnten wir, naja, da ist nur das Holoband von Ritter Estlins Holomarke. Munition, nein, wir brauchen Hilfsmittel, genau. Das aufbereitete Wasser. Wir lagern am besten mal alles, dann sind wir komplett leer und können dann über unser super Sortiersystem Sachen mitnehmen, die wir dann brauchen. Hier waren die gebackenen Sachen drin. Die Drogen waren hinten drin. Ja, was wiegt denn immer noch 6? Die Drogen. Lass mich durch. Die Drogen wiegen noch 6 anscheinend. Diverses? Nein. Hilfsmittel? Ja, lagern. Einmal durchgucken, dann können wir nämlich alles reinschmeißen. Naja, wie das aussieht, ich sehe hier nichts anderes. Ja, wir wiegen 0. Wer mal soll es, die U-Bahn marken müssen wir, damit die Liste hier kleiner wird, noch ablegen irgendwo. Und nochmal durch die Munition gehen. U-Bahn-Marken, ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß, es war mal geplant, hier so eine kleine Schatulle hinzustellen. Wir können aber keine Schatulle bauen. Ach, dann kamen wir ja auf die Idee, hier einen Safe zu bauen und da solche Sachen reinzumachen, genau. U-Bahn-Marken. Haarklammern sind auch schon drin. Ja, aber die behalten wir jetzt, die wir dabei haben. 98, wir haben für, als Reserve haben wir immer noch 15 hier, falls mal irgendwie was passieren sollte. Man weiß ja nicht, vielleicht kann man hier auch ausgeräubert werden. Und dann ausgeraubt werden. Hier ist es gar nicht so schlecht. Ist zwar ein Loch, aber es könnte schlimmer sein. Ja, ich fühle mich so wohl hier. Ich habe eine Menge Sohlen durchgelaufen, seit ich bei den Minutemen bin. Dass ich sogar nackt rumlaufe, halbwegs. Was war das? Munition wollten wir noch ablegen, genau. Und zwar alles, was wir haben. Und dann decken wir uns eben neu ein, bevor wir losgehen. Dann vergessen wir mit Sicherheit wieder die Hälfte, aber wir haben einen besseren Überblick. Das Blöde ist ja, dass wenn man jetzt hier was nimmt an Munition, nimmt man immer den ganzen Stapel daraus. Ah, das wäre natürlich auch noch schöner, wenn man das irgendwie anders machen könnte. Da muss man einmal alles nehmen und dann wieder zurücklegen, aber egal. Schrotpatronen, alles rein. Ja, endlich. Das Gehirn kann einmal sich entspannen und sich wohlfühlen, weil es jetzt wirklich, wir fangen quasi ganz leer an, uns jetzt erstmal anzuziehen. Und erstmal anziehen heißt, ja, genau diese Sachen. Die brauchen wir erstmal alle. Die ziehen wir auch sofort an. Kleidung. Brille, Ehering, gelber Hut, Filzhut. Der ist ja für Wahrnehmung. Genau nochmal. Die Brille, Wahrnehmung. Der Filzhut und die Greaserjacke bringt uns Glück. Und dann haben wir hier den rechten Beinschutz, da frage ich mich, ob wir das nicht mal irgendwie anders benennen könnten. Denn es ist doch schon. Es passiert immer wieder, dass ich aus Versehen hier Sachen ablege, die ich eigentlich behalten möchte. Mal sehen, ob man das hier umbenennen kann. Man kann es umbenennen, tatsächlich. Viele Leute können Sachen kaputt machen. Ich baue sie gerne wieder zusammen. Und man kann sogar noch Taschen dran machen. Also modifizieren. Taschen sind, glaube ich, schon dran.
Ja, Taschen sind schon dran. Leichtbau könnte man noch machen. Wir brauchen noch Rüstmeister 4, Rang 4, um hier dann noch bessere Sachen. Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit beim Schleichen zum Beispiel. Gedämpft wäre auch gut. Aber das ist ja endlos viel, was man hier machen kann. Das ist ja wirklich... Meine Güte. Benennen wir das mal um. Erstmal vorläufig Glück gekocht. Ja, wie können wir das dann nennen? Glück sollte dabei sein. Glück und Taschen. Glück. Taschen. Gekocht. Muss ja nicht unbedingt da stehen. Vielleicht schreiben wir am Anfang. Glück und Taschen ist vielleicht gar nicht so wichtig. Wir schreiben vielleicht am Anfang lieber rechtes Bein. Glück und Taschen. So vielleicht erstmal. Denn sonst, man kann das so schlecht lesen sonst in der Liste nachher. Ja, wir können ja jedes Mal wieder umbenennen. Glück 2. Ja, so nennen wir das erstmal. Na gut. Die anderen Sachen, die können wir gar nicht umbenennen, die wir noch dabei haben. Das war erstmal jetzt alles. Verlassen, abbrechen. Nee, verlassen. Was baust du da? Und jetzt suchen wir uns. Irgendwas stand doch da gerade schon wieder. Müssen wir wieder jemandem helfen? Nein. Ach doch, hier sind Raider-Probleme bei Somerville Place. Preston Garvey hat mich gebeten, eine Siedlung aufzusuchen, die Hilfe von den Minutemen angefordert hat. Ich sollte mich so schnell wie möglich nach Somerville Place begeben und sehen, was ich tun kann. Sprich mit den Siedlern bei Somerville Place. Naja, jetzt brauchen wir erstmal was. Wir haben, was war das gerade fürs rechte Bein gemacht? Und dann brauchen wir jetzt noch was fürs linke Bein. Dann nehmen wir aber hier was für die guten Sachen. Ja, und da fängt schon an. Man kann hier nämlich gar nicht richtig lesen, was das überhaupt ist. Okay, an den Bildern mittlerweile erkennt man es. Am Anfang war es noch schwieriger. Hier weiß ich zum Beispiel nicht so genau. Das könnte für einen Arm sein, aber auch fürs Bein. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Und Roboterschaden, ich weiß nicht. Im Moment nicht so unbedingt, brauchen wir nicht so dringend. Das könnte auch eher, ich glaube, das ist mehr für den Arm hier, die beiden. Das könnte fürs Bein sein. Aber das hier wahrscheinlich für den Arm, rechter Arm. Wir haben überhaupt nichts Gutes mehr für das linke Bein. Linker Arm, das ist eindeutig irgendwie ein Schulterpolster oder sowas, glaube ich. Ja, das heißt, wir haben hier gar nichts Gutes mehr für uns. Ja, wir haben das letzte schon zerlegt. Mein Inventar sehe ich gerade, wieso haben wir... Ach so, das sind Notizen und sowas. Rechter Arm... Ja, sollen wir uns dann so ein Metallteil nehmen? Ich dachte, wir hätten für das linke Bein auch schon irgendwas. Oder ist das hier? Sollen wir das mal ausprobieren, ob das links ist? Hier steht überhaupt nicht, was das sein könnte. Könnte ja auch alles Mögliche sein. Und hier ebenfalls. Hier kann man auch lesen, rechter Arm, aber die drei Teile, naja, nehmen wir die mal. Vielleicht ist ja was für unser linkes Bein dabei und wenn nicht, dann nicht. Kleidung. Ah ja, das ist der Arm. Das ist nochmal das rechte Bein nochmal. Und das ist auch der Arm. Also können wir die drei Teile hier wieder reinlegen. Ich frage mich, ob das irgendwie an den Grafikeinstellungen liegt, dass man nicht alles lesen kann. Denn gedacht kann es ja so nicht sein. Es ist doch von den Machern, vom Bethesda bestimmt so gedacht, dass man das alles lesen kann hier. Und nicht, dass das so abgekürzt dasteht. Ja, dann nehmen wir doch hier was raus. Kampfrüstung. Was ist denn besser, Metallrüstung oder Kampfrüstung? Auf den ersten Blick könnte es die Metallrüstung sein. Kampfrüstung... Linkes Bein, sagen wir mal. Wir brauchen ja auch das linke Bein. 8. Metallrüstung, linkes Bein. 7 und 3. 8 und 8. Also Kampfrüstung ist definitiv besser. Was haben wir sonst noch hier drin?
Ach, gedämpfte, da haben wir schon modifizierte Sachen da drin. Also ich denke, wir nehmen uns jetzt hier einfach die Kampfrüstung, linkes Bein und motzen die so ein bisschen auf, so ganz schnell. Haben wir auch nur zwei Sachen davon bisher. Benennen die natürlich um, damit uns sowas nicht nochmal passiert. Das ist, glaube ich, zum dritten Mal passiert, dass wir aus Versehen unsere Sachen zerlegt haben oder irgendwo weggesteckt haben. Nein, Transfer nicht. Herstellen, genau. Das Ding hier werden wir modifizieren. Und zwar mit Extras. Und zwar mit Taschen. Weil wir immer viel tragen wollen. Dann weiß ich nicht, kann man den Leichtbau, konnte man noch kombinieren, oder? Wie war das? Probieren wir einfach mal. Anfertigen. Einmal das hier. Und die anderen Sachen, naja, dafür bräuchten wir den Rang 2 oder 4 sogar hier für den Rüstmeister. Standard, was kann man hier noch? Verstärkt könnte man noch drauf machen. Das würde dann nochmal ein bisschen mehr genau Schutz geben. Abgedunkelt. Naja, das können wir später alles noch machen. Aber ich denke, auch das können wir einmal machen. Material dafür haben wir wirklich genug. Also es ist jetzt nicht so schlimm, wenn das nachher mal abgelegt werden sollte. Okay, wir haben das rechte Bein, dann nennen wir das jetzt linkes Bein und Taschen. Bleiben wir dabei. Ach so, es bleibt stehen unten die Liste. Linkes Bein, Taschen. Ja, und das war es ja eigentlich auch. Verstärkt könnte man jetzt noch schreiben, aber naja, das wird nicht, das werden wir nicht für immer und ewig behalten, so. Ja, durch die Unterstriche weiß ich dann auch immer, dass das so was Selbstbenanntes ist, weil Unterstriche habe ich bis jetzt gar nicht so groß gesehen hier. Und nach wie vor können wir wenig für die Arme tun, denn dann wäre die Greaser-Jacke weg, unsere Glücksjacke wäre dann weg. Ich weiß nicht. Wir haben zwar keine Kartenspiele hier und auf Glücks kommt es vielleicht gar nicht so sehr an, jetzt im vierten Teil von Fallout, aber dennoch kann ich mich so schlecht vom Glück trennen. Ich habe ja schon im realen Leben kaum Glück. Und dann möchte ich wenigstens hier... Eine perfekte Nacht, um etwas zu unternehmen. Möchte ich wenigstens hier im Spiel etwas Glück haben. Ja, und... Dafür brauchen wir wieder das Inventar und legen an das, genau, linkes Bein, Taschen und rechtes Bein, Taschen und Glück. Naja, hätten wir anders benennen sollen. Egal, jetzt ist das erstmal gut so. Wie viel können wir tragen? 240. Ich weiß, wir konnten mal 245 aus irgendeinem Grund tragen. Wir hatten da irgendwas... Ich weiß nicht, auch linkes, rechtes Bein, irgendwas hatten wir hier aufgemotzt nochmal, modifiziert. Ist ja jetzt auch egal. Uns geht's gut, bis auf die Abhängigkeit wahrscheinlich. Vielleicht liegt es auch daran. Q sind die Effekte. Ja, tatsächlich, minus Stärke minus 1. Vielleicht heilen wir eben beim Arzt mal unsere Abhängigkeit. Lassen wir mal heilen. Der Arzt ist gerade nicht da, es ist ja Nacht. Ich hasse nichts mehr als Raider-Drecksäcke. Wenn du welche siehst, leg sie für mich ja, um. Ja, in der Zeit können wir schon mal unsere Sachen wieder zusammensuchen, unsere Pistolen. Wo waren die jetzt drin? So viele Truhen, so viele Kisten. Nein, die waren hier unten drin. Transfer und einmal gucken, haben wir denn auch alles? Die 10mm Pistole. Ja, wir nehmen erstmal das, was wir hier drin haben. Wir sind bis jetzt die ganze Zeit ganz gut damit hingekommen. Mit dem Zeug. Und fürs Modifizieren von Waffen werden wir uns extra nochmal was aussuchen. Aber wir könnten ja schon mal so eine 308er mitnehmen. Ah, das wiegt wieder extra. Oder eine 45er. Ja, was ist denn besonders gut davon? 37. Dieses hier wäre gut. Das sollten wir vielleicht auch sofort zu unseren Favoriten machen. Wir testen das allerdings erst einmal im Kampf.
Feuerrate 33, aber hier, das hat eine Feuerrate von 127. Das wäre ja auch gut. Aber Schaden von 10? Nein. Ja, wir nehmen erstmal das hier. Mit Visier, schweres Kampfgewehr. Und eine 308er nehmen wir diesmal auch mit. Da wir immer so gerne Giftmischer-Sachen haben. Oh, das ist auch gut. Verursacht 50% mehr Schaden gegen Menschen, aber nein, wir nehmen lieber sowas hier. Das Ziel ist für 10 Sekunden vergiftet. 308er Jagdgewehr und das werden wir dann auch irgendwann nochmal aufmotzen. Modifizieren heißt das. 38 und das kann 57. Das ist natürlich Feuerrate. Wir laufen ja immer ganz gerne mit einer guten Feuerrate rum, aber ich weiß gar nicht, was das Ding da drin macht. Ach so, weil es einen Stern hinter hat. Ja, ich verstehe. Ja, die nehmen wir mal mit. Und ansonsten sollten wir doch jetzt alles haben, was wir brauchen. Außer Munition vielleicht noch. Munition nehmen wir uns im nächsten Teil. Ich bedanke mich derweil fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.